Was kostet dich ein schlechter Mitarbeiter wirklich? Ich habe den Satz, ich kann es mir nicht leisten, den irgendwie zu feuern. Lieber macht er ein bisschen weniger, aber dafür macht er die Arbeit schon zu oft gehört. In diesem Video erkläre ich dir, warum du es dir nicht leisten kannst, schlechte Mitarbeiter zu behalten. Ja, Laura, es herrscht gerade ein Arbeitnehmermarkt. Also gute Leute sind super schwer zu finden und überhaupt jemanden zu finden. Also ich würde sagen, Mitarbeiter sind begehrt wie heiße Semmeln, dann nehmen wir doch lieber den Erstbesten, der vorbeikommt und der bei uns auch noch arbeiten möchte. Vielen Dank, dass du dich bei uns beworben hast. Bull. Wenn das deine Einstellung ist, musst du dich ernsthaft nicht mehr wundern darüber, dass dein ganzes Team und deine Firma nicht mehr läuft, wenn du jeden dahergelaufenen Dodo nimmst, der sagt, ich bewerbe mich mal bei dir und du sagst, danke, danke, dass du zu mir kommst, ich nehme dich mit Handkuss. Ganz ehrlich, du musst aufpassen, wen du einstellst, weil ein guter Mitarbeiter kann dir mega viel Umsatz einbringen und kann die Stimmung richtig geil machen, kann dein ganzes Unternehmen voranbringen. Ein schlechter Mitarbeiter kann alles versauen. Vielleicht kennst du den Spruch, du brauchst vielleicht 25 Jahre, um dir wirklich eine gute Reputation aufzubauen. Du brauchst nur 5 Minuten, um sie zu ruinieren. Genau das macht ein schlechter Mitarbeiter. Großes Glas Wasser, ein Tropfen Spülmittel und es ist ungenießbar. Willst du das? Das ist schon mal das, was dir klar sein muss, wenn du darüber nachdenkst, ja, ich nehme einfach den Erstbesten, der vorbeikommt, oder wenn du darüber nachdenkst, den schlechten Mitarbeiter, der gar nicht performt, immer noch in deinem Team zu behalten. Wach auf! Was kostet dich ein Mitarbeiter, was kostet dich ein schlechter Mitarbeiter wirklich? Ich habe mal eine Liste gemacht, ich gehe sie mit dir zusammen durch, damit du das mal wirklich greifen kannst, was das bedeutet. Okay. Ein Mitarbeiter kostet dich ja nicht nur das eigentliche Gehalt, Punkt 1, und Sozialversicherung, Krankenversicherung und sonstige Beiträge, die du noch zahlst, sondern es kommen noch folgende Punkte hinzu. Jeder Mitarbeiter kostet dich ja auch eine gewisse IT-Ausstattung, zum Beispiel ein Laptop und ein Handy. Ja, was auch immer das dann ist, sogar die Software, die dann noch dazu kommt, kommt dazu. Büromöbel, pro Person brauchst du ja auch Büromöbel, einen Schreibtisch und einen Stuhl zum Beispiel. Du brauchst Büromaterial, das kannst du durchrechnen pro Mitarbeiter, was das bedeutet. Selbst wenn du nur pro Mitarbeiter ein paar Stifte, ein paar Zettel und so weiter benutzt, das kann man einfach mal durchkalkulieren. Klopapier, Kaffeekapseln, das alles kommt mit dazu. Dann kommst du mal auf eine gewisse Summe. Dann kommt noch die Bürofläche dazu. Ein Mitarbeiter braucht übrigens so 12 bis 15 Quadratmeter inklusive Gang, Aufenthaltsräume und dem eigenen Schreibtischplatz, also dem eigenen Platz zum Arbeiten. Die Einarbeitungszeit ist mein Lieblingskostenfaktor, denn einen Mitarbeiter einzuarbeiten, bevor er überhaupt halbwegs funktioniert, kostet dich nochmal 3 Monate, also das alles mal 3. Außerdem haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was die Führungskosten sind, denn in der Regel brauche ich ja auch eine Führungskraft Zeit, um genau mit dieser Person die Einarbeitung zu machen. Und dann bezahlt sie nicht nur den Mitarbeiter, sondern auch die Führungskraft oder die Person, die quasi die Person einarbeitet, doppelt. Das sind eigentlich die Kosten, die auf dich zukommen bei nur einer einzigen Einstellung. Wenn du jemanden nimmst, der dahergelaufen kommt und den 3 Monate beschäftigt, ja, ich packe dir das nochmal unter das Video als Liste. Nimm diese Liste wirklich mal und rechne das mal durch, was das bedeutet für dich bei einer Fehleinstellung. Wenn wir das Ganze überschlagen und du brauchst einfach nur roundabout eine Zahl, was dich das kostet, und zwar jetzt im Kopf, die du durchgehen kannst, nimm das Gehalt, was du jetzt ausgibst für deinen Mitarbeiter und nimm es mal 2. Und ich spreche hier vom Jahresgehalt. Das ist das, was dich ein Mitarbeiter, wenn er schlecht ist, tatsächlich kostet. Laut einer aktuellen Gallup-Studie sind fast 70% der Mitarbeiter nicht mal bereit, die Extrameile zu gehen für ihren Arbeitgeber. Ist dir das bewusst? Ist dir das klar? Das bedeutet auch, dass wenn rechts und links mal was liegen bleibt, dass die Leute sagen, ist ja nicht meine Aufgabe. Willst du diese Leute wirklich in deinem Unternehmen haben? Über 118 Millionen Euro gehen laut Studie darüber einfach nur flöten, weil die Mitarbeiter einfach keinen Bock haben, ihren Job tatsächlich hervorragend zu leisten. Viel, viel schlimmer ist es noch, dass du einfach nur eine Sache begreifen musst. Was zerstört einen richtig guten Mitarbeiter? Es ist eine einzige Sache. Einen guten Mitarbeiter zerstörst du, indem du einen schlechten tolerierst. That's it. Ich könnte an dieser Stelle eigentlich aufhören mit dem Video, weil das sagt eigentlich schon alles. Gute Mitarbeiter verstehen nicht, warum sie bei einem gleichen Job, wenn sie mehr leisten, das gleiche Gehalt bekommen und die gleiche Aufmerksamkeit bekommen und die gleiche Wertschätzung bekommen, wie zum Beispiel jemand, der keine Performance abgibt. Einer der größten Führungskräftefehler ist also, sich immer wieder darauf zu konzentrieren, was man jetzt machen kann mit diesem einen Hanseln, der so gar nicht performt, während 9 Leute eigentlich dabei sind, zu performen. Die Wahrheit lautet, entweder du schmeißt den einen raus oder du hörst auf, dich mit dem auseinanderzusetzen, wenn du gerade sagst, Laura, ich kann den nicht rauskicken, und fängst an, dich mit diesen anderen 9 Mitarbeitern wirklich aktiv auseinanderzusetzen, die zu fördern, die zu fordern, die zu pushen, für die da zu sein und klarzumachen,
Hey, wenn du hier was leistest, bin ich für dich da, wir unterstützen dich, wir sorgen dafür, dass das passt. Was jetzt nicht heißt, dass wenn ein Mitarbeiter mal eine Woche lang nicht performt, dass du den nicht unterstützen sollst. Versteh bitte, was ich meine mit schlechten Mitarbeitern. Ein schlechter Mitarbeiter ist ein C-Player. Ein C-Player ist jemand, der sich in den Kasten reinsetzt. Der Kasten wird gezogen von A-Playern, das sind die Leute, die die extra Meile gehen, die ziehen den Kasten auch aus dem Sequenz sein muss. Und ein B-Player ist jemand, der neben dem Kasten läuft und den Kasten festhält und so ein bisschen mitzieht und hilft. Nochmal. A-Player ziehen den Kasten aus dem Sack, B-Player helfen dabei mit und C-Player sitzen sich in den Kasten rein und machen gar nichts. Machen die ganze Arbeit nur schwerer. Diese C-Player musst du tatsächlich reduzieren in deinem Unternehmen, ansonsten hast du ein riesiges Problem. Nicht nur aufgrund der Kosten, die ich dir genannt habe, sondern weil auch die A-Player und die B-Player in deinem Team irgendwann mal keinen Bock mehr haben, auch noch den Mist aufzusäumen von demjenigen, der seinen Job nicht macht. Du musst als Arbeitgeber nicht jeden Hansel nehmen, der nichts leistet. Nimm das Geld lieber, was er dich kostet, und investiere es in einen guten Mitarbeiter, weil der dir auch noch mehr Geld bringt als das, was du in ihn investierst. Und wenn du schon dabei bist, in deine guten Mitarbeiter zu investieren, dann schick sie doch direkt zu mir. Wenn es ein High-Performer ist und der kriegt noch ein Coaching, was glaubst du, wie der durch die Decke geht? Außerdem machst du damit zwei Sachen richtig. Erstens zeigst du, dass gute Performance belohnt wird. Zweitens zeigst du, dass in gute Mitarbeiter investiert wird. Und seien wir mal ehrlich, das Geld kommt dreimal zurück.